So, jetzt muss ich aber nur gucken, in welchem Zelt er nochmal war. Ah, hier ist er. Gengen! Gabocha! Gabocha, wie geht es dir? Warst du gut? Yeah, Gengen, was geschieht mit den Söldnern? Die Söldner wurden geschlagen und vom bösen Kerl, aber Gengen kämpfte hart. Wow, das ist großartig. Gabocha möchte Gengen sehen, kämpfen so. Tut mir leid, Gabocha, aber du bist zu klein für die Schlacht. Du wartest hier darauf, dass Gengen zurückkommt. Yeah, okay, Gengen. Was? Oh, Gengen, großer, tapferer Krieger. Ich auch so sein wollen. Okay, scheinbar klappt das nicht. Scheinbar geht das nicht. Ah, okay, ich muss einfach nur rausgehen. Ist er jetzt mitgekommen oder nicht? Er ist uns auf jeden Fall gefolgt. Ja, aber so ohne Benachrichtigung? Finde ich das schon ein bisschen seltsam. Bob. Und wo ist Bob? Der Baumeister? Jetzt hast du doch sicherlich die Macht der Kobolde verstanden. Okay, mit dir kann ich nicht reden. Lord Ridley ist ein unglaublicher Mann. Er hat seit Jahren kein einziges Training verpasst. Das ist Bob. Ach ja, ja, der Vogel. Was hast du mit mir zu schaffen? Hey, schließ dich unserer Gruppe an. Du überraschst mich. Vielleicht kann ich dir doch vertrauen. Vielleicht. Aber nein, du bist noch nicht bereit. Nö, will er nicht. Bob will nicht. Gut, dann sind wir soweit erstmal damit wohl durch. Gut. Was wäre sonst noch, Rabe? Lake West, könnt ihr doch mal hingehen. Da habe ich noch nicht nochmal nachgesehen. Ich meine, hier war auch irgendwo eine Person mit Namen. Hier haben wir. Ich arbeite nur für Leute, die gern ein schönes Bad nehmen. Oh ja, da wäre ich dabei. Vielleicht solltest du erst einmal lernen, ein schönes, glühendes, heißes Bad schätzen zu lernen, was? Ach so. Ja, ich habe noch keine heiße Quelle gefunden. Im Hotel. Okay, klopf, klopf. Da ist noch jemand. Was? Was zum? Ich spiele nicht mit Flegeln, aber du scheinst anders zu sein. Du bist nicht so wie der Rest dieser Schnutznasen. Was willst du von mir? Schließ dich unserer Gruppe an. Was? Dich deiner Gruppe anschließen? Welcher Gruppe? Die Skrill-Armee, was? Ein Anführer, was? Hm? Du bist der Anführer der Skrill-Armee? Das kann ich eigentlich nicht glauben. Okay, hier ist mein Vorschlag. Ein Wettbewerb. Wenn du 5000 Pochoa mehr von mir gewinnst,
schließe ich mich deiner Gruppe an. Ich bin raus. Wenn das das Würfelspiel ist, dann nee. Okay, das machen wir. Oh. Nee. 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 Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Minispiel. Ich kenne die Regeln, ja. Ich darf hier mal nur 3000 setzen. Ja, ist okay. Los, komm. Würfel. Eine 5. Schaffe ich nicht zu schlagen. Es ist eine 4. Wow. Ja, dann nimm mein Geld und verpiss dich. Hehe, danke für das Geld. Gib aber noch nicht auf, ich nehme später gern noch mehr Geld von dir ein. Ja, sieht wahrscheinlich auch so aus, als wenn es darauf hinausläuft. Ist aber auch ein Scheiß, wenn man dieses Minispiel spielen muss, um Leute zu rekrutieren und das dann einfach so verschissen unfair ist. Deswegen hasse ich das Minispiel. So ein beschissenes Glücksspiel darauf zu setzen, das ist einfach unnötig. Vier, fünf, sechs, es ist... Ja, fick dich doch! Eine 3, okay. Ja, und ich würfel natürlich das Niedrigste. Danke, Spiel. Eine 5, na geil. Eine 3, noch. Du bist so ein Stück Sch... Na, 1, okay. Eine 6. Okay. Das Ganze wieder reinzuholen wird auch nervig. Und ich kann nur 3000 setzen, ey. Eine 6. Eine 5, okay. Das war klar. Der Designer dieses Minispiels gehört erschlagen. Eine 5. Unentschieden, passiert also nichts. Okay.
Eine 5. Wow. Trotzdem, mir fehlen immer noch 2000, ey. Eine 3. Gut, wir haben es endlich durch. Boah, nie wieder den Scheiß, um Leute zu rekrutieren machen zu müssen, ey. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich nur noch dann so ist, wenn man Geld sammeln will. Weil da ist es shit egal. Aber hier, um Leute zu rekrutieren, ist das einfach der asozialste Scheiß, den es gibt. Sorry, dass ich mich darüber aufrege, aber ich finde das einfach nur dumm. Egal. Hey, hey, ich bin nicht überrascht. Du musst ziemlich viel Glück haben, um ein Anführer einer ganzen Armee zu werden. Okay, ein Versprechen ist ein Versprechen. Ich werde mich deiner Bande vom munteren Kern anschließen. Du kannst froh sein, dass du mich dabei hast. Shilo ist dabei. Nun, ich werde hier den Laden wohl schließen müssen. Ich bedauere aber nichts. Auf zu neuen Abenteuern! Gut. Können wir da auf jeden Fall ein Häkchen hintersetzen. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das jetzt auch erstmal. Gehen wir mal noch Dorf Kobold. Und dann Tacos essen, bis ich dampfe. Wo gibt's denn hier die leckeren Tacos, hm? Ich muss gerade echt nochmal nachgucken. Kommt da rein, kommt da rein. Es ist billig, es ist billig. Gibt's bei euch hier die Tacos? Ich bin derjenige, der Two River gerettet hat. Ich bin ein zuverlässiger Koboldkrieger. Habt ihr alle Spaß? Natürlich, ich habe auch Spaß. Okay, dies ist die letzte Tasse. Ich werde diese noch austrinken und dann wieder meine Pflicht tun. Also wirklich, das reicht jetzt. Und irgendwann hast du so viel getrunken, bis du platzt. Seltene Gelegenheit. Och nee, ernsthaft? Ich bin hungrig. Es ist Zeit zum Essen. Nein, Marmelade, Marmelade, Marmelade. Man muss Brot mit Marmelade essen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Marmelade. Okay, dann gucke ich da notfalls nochmal. Achso, im Shop meinst du? Achso, hier gibt es nur eine schwere Halskette und Rezepte 31. Das Rezept nehme ich mal mit, dann kann ich Hamburger machen. Ist für einen Kochwettbewerb vielleicht nicht schlecht. Gut, nochmal nach Two River. Hier war das Hotel. Hier ist es. Hier gibt's gar nichts. Achso, ja. Ach man, es ist spät. Sorry, Rabe, aber du wirst noch mehr Baldrian heute brauchen.
Da ist der Laden. Nö, die haben gar nichts. Kobaltpastete sind immer die besten. Ja, toll. Normale kaufe Sachen sind da Tacos bei. Ja, gebratene Tacos. Okay. Dann kaufe ich mal so ein paar. Gucken wir mal, ob 5 reichen. Oh, okay. Jetzt habe ich doch mehr, als ich gedacht habe. Egal, das müsste reichen. Oh, ich dampfe schon. Okay, das ging schnell. Hält es da jetzt auch so lange an? Ja, es ist mehr oder weniger, es ist schon spät, Zenos. So, Vicky. Einmal bitte nach Lake West. Ne, hier war er nicht. So, Tetsu, ich dampfe. Hey, das ist aber ein nettes, sauberes Gesicht, das du da hast. Du siehst ganz erhitzt aus, als ob du gerade aus dem Bad gekommen wärst. Na, was meinst du dazu? Liebst du Bäder? Aber natürlich. Wirklich. Das ist großartig. Ich wusste es. Mein Name ist Tetsu und ich mache Bäder. In letzter Zeit, seitdem der Krieg angefangen hat, zerbrechen meine Bäder schneller, als ich sie herstellen kann. Oh, was machen die Leute denn mit den Bädern? So, was meinst du denn? Soll ich dir einige Bäder als Spezialanfertigung für deinen Platz herstellen? Ah, bitte. Ja, bitte. Okay, überlass es nur mir. Tetsu ist der Gruppe beigetreten. So, wo ist dein Haus? Ababa Schloss? Oh, du meinst in der Nähe davon, was? Gut, ich freue mich schon darauf. Wenn du nach Hause kommst, wird schon ein wunderbares neues Bad auf dich warten. Na, sehr schön, freue ich mich drauf. Werden wir vielleicht auch noch ausprobieren. Okay. Jetzt den Waldweg aufsuchen. Dann machen wir das doch glatt. Aber mit der Sache mit den Tacos essen, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Dass man dann dampft und dass das für den dann reicht. Och nee, nicht wieder diese Doremis. Ach, sieh an. Dich gab's ja auch noch. Was machst du denn? Schweigen. Was? Der Wald. Im Wald gibt es viele Kreaturen. Viele Stimmen. Wenn du wirklich leise bist, kannst du sie gut hören. Oh, tatsächlich. Richtig. Das war die falsche Antwort, okay. Mit Shiro zu ihm, okay. Was ist denn? Okay. Dann mache ich das gleich. So.
Tessai dürfte auch in Couscous sein. Okay. Sehen wir uns gleich mal um. Eine Stimme. Au! Au! Du scheinst einen guten Meister zu haben. Und... Au! Ich verstehe. Du kämpfst auch mit Rio. Siehst du eine bessere Zukunft voraus? Ich kämpfe zumindest dafür, ja? Lord Rio, ich kann es hören. Es leuchtet in dir. Die Stimmen von so vielen. Sie haben Vertrauen in dich. Wenn so viele ihr Vertrauen in dich setzen, solltest du vielleicht dasselbe tun. Ich danke dir. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Badoro ist dabei. Lord Rio, ich habe hier einige Kristalle Aufmerksamkeit. Was? Sie haben die Kraft, die Stimmen des Waldes zu offenbaren. Ich habe das Gefühl, dass sie dir helfen werden. Bitte nimm sie mit dir. 2 Kristall Aufmerksamkeit, okay. Dann werde ich mich auf den Weg zum Ababa-Schloss machen. Alles klar.